Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Retro Fand Baphomets Fluch, der Engel des Todes. Und ja, wir springen gleich rein und machen weiter, wo wir eben stehen geblieben sind, hier auf dem Dach. Ich denke, hier geht's, jawohl, hier hochhangeln. Und ich glaube, dieses Rohr fällt gleich runter. Ja. Halte durch, ich komme wieder zu dir. So, da hinten sieht man Hier den sind Boss wir und den. raufgekommen. Oder nicht den Boss, aber da sieht man einen von den Verfolgern, der jetzt gerade auf dem Dach angekommen ist. Und dass man gesehen hat, dass dieses Stück Rohr oder was es darstellen soll, runterfallen musste, lag daran, dass es so deutlich farblich abgesetzt war. So, hier schätze ich mal springen. Also was mir nicht gefällt an dem Spiel ist, dass es... Ich habe es nämlich auf dem anderen PC auch nicht zum Laufen gebracht. Ich habe es ausprobiert. Da ruckelt es noch mehr. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder ein Windows XP PC aufzusetzen mit einem ein- oder zwei Kerner CPU drin, für ein Spiel zu Let's Playen. Also ziehen wir es durch. Es gibt Schlimmeres. So. Also ich weiß, dass man die Tür hier schließen sollte. Ah. Die Tür ist angebunden. Ja, dann holen wir uns zuerst das Seil. Schließen dann die Tür. Und jetzt heißt es Tür auftreten, damit diese ganze Band da rausbricht und Anna-Maria rüberlaufen kann. Naja. Okay, du kannst jetzt so. Rüber. Danke, das war eine gute Idee. Ich brauche nicht ganz runter zu gehen. Ich weiß, dass das nicht geht. So, da ist dieser Sicherungskasten. Aber wir müssen zuerst runter. Denn es ist mal wieder so ein Fall von... Man muss zuerst eine Information triggern, damit man etwas machen kann. Zumindest war das bei mir damals so. Anna-Maria muss nämlich den Sicherungskasten, so einen Hebel oben, nach oben halten, den wir eben in dem Rohr getroffen haben, weil der nicht mehr von selbst oben hält. Und... Mist, diese Kabel sehen gefährlich aus. Da lasse ich besser die Finger weg. So, die setzen nämlich diese Kabel hier unter Strom. Und wenn ich da oben einfach Anna-Maria den Befehl gebe, auf die Kabel, auf den Schalter oben zu halten, dann macht sie das nicht. Sondern hält sie ihn ganz kurz oben und sagt dann, wofür sie das jetzt gebraucht hätte. Und das hat dann mir ja gar nichts gebracht. So, und jetzt... Drückst du mal für mich diesen Notschalter hier? Sofort. So, lauf, Stobbart, lauf, auch wenn es tierisch ruckelt. Ich weiß nämlich nicht, wie lange sie ihn nach oben gedrückt hält. Komm doch hier rüber. Er steuert sich wie ein Panzer. Erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Shenmue. Ryu steuerte sich ja auch nicht gerade viel besser. Jetzt sind wir hier über die Kabel drüber. Und jetzt können wir hier die Tür öffnen. Und Anna-Maria ist jetzt im nächsten Stockwerk bei uns.
Ja, natürlich hauen wir ab, Anna-Maria, aber zuerst musst du diese Kurbel drehen. Also das erste Kapitel weiß ich wirklich noch, wie es geht, aber danach... Kannst du die Kurbel drehen? Keine Ahnung. Ich bin ja wirklich auf den fünften Teil gespannt. Es geht ja mehr wieder in die Richtung von Teil 1 und 2. Und, Komm schon, Anna-Maria, ich halte das nicht länger aus. Ich bin bei dir, George. Das klingt so ein bisschen, als würde George ein Kind bekommen. Press nur, George, ich bin bei dir. Brooklyn, in mein Hotel. Das Manuskript liegt in meinem Zimmer-Safe. Aha, und wie sollen wir da hinkommen? Taxi! Ach schon. Erstaunlich, das ist das erste Taxi, das in dieser Gegend hält. Wirklich erstaunlich, Scheiße. George. Schlecht, Tony. Du hast es fast vermasselt. Gar nichts habe ich vermasselt. Vielleicht hast du recht. Ich habe ihre Tasche. Jetzt wissen wir wenigstens, wo sie wohnt. Du Dumpfbacke, wo sie wohnt, wissen wir schon lange. Ach ja? Oh, dann hast du es doch vermasselt. Wir haben es wirklich wieder mit Ausgeburten an krimineller Intelligenz zu tun. George, da! Ich sehe es. Diese Inneneinrichtung ist wirklich ein Hohn. Keine Angst, ich habe keine Lösung eingestellt. Ich habe nur meinem Kaspersky auf dem Smartphone befohlen, das einen Systemcheck durchzuführen. Okay, Nico, wir machen das so. Nico! Ich meine Anna-Maria. Wir machen das so. Ich gehe durch und suche dein Zimmer. Du schleichst hinten rum und ich lass dich rein. Habt ein Problem. Mein Schlüssel war in meiner Handtasche. Und? Die habe ich verloren. Okay. Keine Sorge. Ich finde eine Lösung. Vertrau mir. Das tue ich. Mit meinem Leben. Hey, nicht gleich übertreiben. Welche Zimmernummer? 23. Also, im ersten Stock. Also 1,23. Alles klar. Irgendwie kriegen wir hin. Rein und öffne dir ein Fenster. Ich warte in der Gasse. Viel Glück. Eine Handynummer hast du? Nein. Sicher doch. Scheiße. Danke, dass ich das Telefon benutzen durfte, Kumpel. Gehen wir doch gleich mal zu dem Typen Sie, hin und Sie mir vielleicht reden helfen? Mal mit ihm. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sind Sie die neue Empfangsdame? Ich bin der Manager, Alfonso. Sie können mich Mr. Alfonso nennen. Wo ist die Empfangsdame? Die fehlt unentschuldigt. Zu nichts nutze das faule Stück. Ach, er geht viel zu hart mit ihr ins Gericht. Na, reden wir einfach mal weiter über die Empfangsdame. Wahrscheinlich lässt sie sich die Haare toupieren. Sollte sich lieber mal die große Klappe verkleinern lassen. Sie sind ein echter Charmbolzen. Muss man in diesem Job, Kumpel. Okay, dann reden wir ein bisschen mal über Alfonso selbst. Also, führen Sie dieses Haus schon länger? Es gehört meiner Familie seit mehreren Generationen. Sie müssen sehr stolz sein. Sie sehen etwas gestresst aus. Wären Sie das nicht, wenn Ihre Empfangsdame einfach verschwindet? Sehen Sie es mal positiv. Sie haben die Abkürzung zu einem ruhigen Leben in der Hand. Ich dachte, Rauchen in New York wäre jetzt an öffentlichen Orten verboten. Wenn Sie damit ein Problem haben, können Sie gerne gehen. Gehen? Ich liebe diesen Ort. Dann über den merkwürdigen Mann. Er war der Typ, der gerade ging. Ein Gast? Nein, er wollte nur telefonieren. Normalerweise lasse ich keine Leute von der Straße rein, damit sie telefonieren. Aber er hatte ein nettes Gesicht. Klar. Was für ein überraschend netter Mann Sie doch sind. Wie bitte? Fragen wir jetzt erst noch hey, nach... Hey, was halten Sie von meiner Erfindung? Nichts. Einstein kann froh sein, dass er nie hier verkehrte. Dann fragen wir ihn nach dem Hotelzimmer. Ein Zimmer für eine Nacht. Vielleicht mit besonderer Aussicht? Alle belegt. Hier ein Prospekt. Buchen Sie das nächste Mal im Voraus. Was für ein Hotel. So geschäftig und doch so wunderbar ruhig. Einfach genial. Und nochmal Fragen sind nach dem Sie Hotel. Sicher, dass kein Zimmer für eine Nacht frei ist? Nennen Sie mich einen Lügner? Nein, natürlich nicht. Nein, vielleicht haben Sie ja nur die Termine durcheinander gebracht. Warum habe ich den Text nicht geschrieben? Sie meinen, ich hätte Gedächtnisschwund,
Wie hieß das nochmal? Als irgendwas? Heimer? Als Heimer? Was? Das Zimmer. Was genau haben Sie an dem Wort Nein nicht verstanden? Die Silbe ein? Das Zimmer. Was genau haben Sie an dem Wort Nein nicht verstanden? Da ändert sich nicht mehr viel. Schade. Ah, ich dachte, man könnte hier vielleicht einen Feueralarm auslösen oder so. Hey, Sie, lassen Sie die Uhr in Ruhe. Ich habe sie nur bewundert. Ah, dann haben Sie wohl diese neue Augen-OP machen lassen. Hä? Na, den Eingriff, wo einem die Augen an die Hände verpflanzt werden. Aber ich habe doch keine... Verstehe. Den Spruch muss ich mal merken. Den Spruch muss ich mal... Muss ich mir wirklich merken. Oh, außer Betrieb. Okay, das bringt uns jetzt auch nichts. Da haben wir noch einen Typ, mit dem können wir gleich noch reden. Schauen wir uns zuerst mal hier um. So, hier nichts. Ich schätze mal, wir müssen irgendwas auch mit der Uhr machen. Was mit den Automaten? Oh, außer Betrieb. Dem Automaten? Oh, außer Betrieb. Okay, bei allen, das ist dasselbe der Fall. So, das ist nur der... die Zeitung... Hören Sie, was soll das? Fassen Sie mich nicht an! Lassen Sie das! Entschuldigung, ich wollte mir nur das Buch ansehen. Dieses Buch ist nicht für Ihresgleichen! Ohohoho. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe oder ich rufe die Gendarmerie! Die Gendarmerie? Wie soll die hierher kommen? Mit einer Zeitmaschine? Okay. So, dann probieren wir noch... Dann reden wir einfach mal mit ihm. Ich schätze mal, irgendwas ist mit dem Buch schon gut, und der schon Uhr. Gut, nehmen Sie mein Geld, aber tun Sie mir nichts. Ich wollte Ihnen eigentlich nur ein paar Fragen stellen. Gott. Oh, verstehe. Ich dachte, Sie wären einer dieser entsetzlichen Gangster-Rapper. Sehe ich so aus? Ganz genau. Die sind nie gut angezogen, oder? Was ist denn mit dem Hotel in New York? Oder dem Mann, der ein Buch liest? Fragen wir mal zuerst nach ihm selbst. Warum sind Sie in New York? Zwerg-Kanada-Gänse, Wildgänse, Pinkfoots. Wie bitte? Brand und Barnacle? Ja. Gänse, Sir. Wildgänse. Alsa Albifrons, Branta Bernicla, die großen Meergänse. Ich bin hier, um einige seltene Aquarelle mit Wildgänsen zu erwerben. Alright. Die Rede von Gänsen. Das toppt wohl das Ausstopfen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie wirken ein wenig nervös. Im Internet stand, dies wäre ein Juwel von einem Boutique-Hotel, auf das selbst Philipp Stark stolz wäre. Nicht ganz Ihr Eindruck, was? Nein, Sir. Es ist ein rattenverseuchtes, urinbeflecktes Höllenloch. Ich erwarte, ausgeraubt oder gekidnappt zu werden. Oder sogar... Sogar was? Ich wage gar nicht daran zu denken. Okay, jetzt hat er mich neugierig gemacht. Warum gehen Sie denn nicht woanders hin? Würde ich ja... Leider ist der Verkäufer dieser Gemälde nicht zu erreichen. Der hat nur die Nummer dieses Hotels, um mich zu kontaktieren. Ich kann schließlich nicht ohne meine Gänse gehen. Na, das ist wohl der Preis, den Sie für Ihre Kunst zahlen. So, Was macht denn ein Mann mit so gutem Geschmack in einer Bruchbude wie der hier? Auf der Homepage wurde es als luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel präsentiert. Es ist ohne Zweifel eine raffinierte Masche, ein arglistiger Versuch, reiche Leute in diesen Stadtteil zu locken. Wo sie dann in einem Netz böser Fallen und Liederlichkeit gefangen werden. Okay, dann fragen wir mal nach Alfonso. Der Hotelmanager scheint irgendwie schlecht drauf zu sein. Was ist denn mit ihm los? Der war schon bei meiner Ankunft übel gelaunt. Aber als die Empfangsdame verschwand, wurde er in der Tat richtig ungenießbar. Fragen wir weiter nach der Empfangsdame. Wo ist die Empfangsdame denn hin? Ich weiß es nicht. Zuerst hat sie noch einen zwielichtigen Gast bedient. Dann ist sie wohl hoch und hat ihm sein Zimmer gezeigt. Seitdem war sie nicht mehr unten. Ach, die ist noch irgendwo oben.
Okay. Haben Sie den Mann gesehen, der vor einer Minute noch da war? Großer Kerl? Kräftig, gut gebaut und angsteinflößend? Ja, das könnte er sein. Nein, der war nicht hier. Sie wissen nicht zufällig, was er wollte? Ich glaube, er suchte seine Frau. Geliebte wohl eher. Es war der hektischste Tag, seit ich hier bin. Eine wahrhaftige Parade der Unerfreulichen. Und, na komm, was soll das mit dem Golfschläger bringen? Außer Zeitverschwendung. Zeit, die wir nicht haben, ist nämlich unser seltenes Gut. Hey, Sie brauchen Ihre Zimmerkarte, um die zu öffnen. Nix Zimmerkarte. Nix da rein. Okay. Was denn mit dem Telefon? Können wir das wenigstens benutzen? Hey, halten Sie sich da raus! Das ist nur für zahlende Gäste. Aber der andere Typ durfte doch. Ich mochte sein Gesicht. Ihres mag ich nicht. Okay, mit ihm reden ist es, glaube ich, ein... Ah, was haben wir denn hier? Das Feuerzeug ist hinter der Glasscheibe. Fehlen absolut die Ideen. Was haben wir denn hier noch hinter der Tür? Ah, so eine Art öffentliche Toilette. Das Becken ist ekelhaft. Wenn ich die Hähne hier anfasse, fange ich mir womöglich noch was ein. Okay, das hat mir also nichts gebracht. Oh, Alfonso? Nein, nicht schon wieder. Hä? Nein, nicht schon wieder. Es spült nicht. Was für eine Überraschung. Okay. Mir fehlen gerade absolut die Ideen. Können wir draußen das machen? Ich habe einen Deal mit Anna Maria und ich steige noch nicht aus. Okay. Ich dachte so wie im Hotel Ubu. Also wir müssen ihn hier irgendwie ablenken, damit wir an die Uhr können. Wenn wir an der Uhr irgendwas machen können, schätze ich, legt er sein Buch weg und in dem Buch finden wir die Karte. Also im Grundprinzip weiß ich schon, was Phase ist, aber ich weiß nicht, wie ich es anstellen kann, wenn mir irgendwie die Plätze fehlen. Wisst ihr was? In der Not frisst der Teufel Mücken. Und dann schauen wir einfach mal wieder in der Lösung nach. Im Hotel. Ja, ist okay. Ist okay. Wir schauen uns jetzt zunächst der mal... Der Prospekt für das lausige Hotel in New York. Obendrauf steht die Telefonnummer des Hotels. Die könnte ganz nützlich sein. So, jetzt sprechen wir ihn hier nur nochmal an. Hallo noch... Oh! Herr Gott nochmal, passen Sie doch auf! Ich habe ein schwaches Herz. Ja, da steckt seine Karte drin. Sie nicht erschrecken. Was wollen Sie? Ihr Leben. Fragen wir mal nach der Schlüsselkarte. Haben Sie eine Zimmerkarte für die Sicherheitstüren? Sicher? Sie ist ein ausgezeichnetes Lesezeichen. Es scheint, als hätte ich meine verlegt. Könnten Sie mir Ihre kurz leihen? Sir, ich kenne Sie nicht gerade seit dem Kindergarten. Wie ich das sehe, versuchen Sie unter einem Vorwand das Gebäude zu betreten. Ich möchte nur auf mein Zimmer. Dann sollten Sie das gemeine Subjekt hinter dem Tresen ansprechen.
Ich möchte wegen Ihnen nicht ins Gefängnis kommen. Schon alleine, weil in diesen Etablissements ein Mangel an Seife zu herrschen scheint. Okay, fragen wir nochmal nach dem Gänsebuch. Ein fantastisches Buch, voller Magie und Wunder. Und lassen Sie mich raten, Gänsen? Es ist ein Skandal, dass es immer noch nicht auf der Bestsellerliste der New York Times steht. Oh, wie kriminell! Ein Verbrechen an der Literatur. In der Tat. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Thelwell Minster. Thelwell Minster, okay. Stobart. Was für ein Vergnügen, einen weiteren Gänseliebhaber zu treffen. Man muss sie einfach lieben. So. Dann gehen wir jetzt nochmal zu dem anderen Typ. Informationen um Informationen sammeln. Entschuldigen Sie, Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Was glauben Sie, was das hier ist? Ein Hotel? Oh ja. Nein, den Fehler würde ich nie machen. Gute Antwort. So, dann sprechen wir mal über die Uhr. Die Standuhr ist sehr schön. Ja, nicht? Ist ein Vermögen wert. Nächstes Jahr tausche ich sie gegen eine Eigentumswohnung in Florida. Okay, das meint er wahrscheinlich nicht allzu also, ernst. Also, was ist mit den Sicherheitstüren? Die Stadt ist rau und gnadenlos. Ein wenig wie Ihr Gesicht, Kumpel. Also, was ist mit dem nervösen Typ? Kommt aus Virginia. Hatte die Frechheit zu behaupten, unsere Webseite wäre voller Lügen. Wäre mir ja egal. Aber wir haben gar keine Webseite. Der ist im ganz falschen Hotel. Aber im ganz falschen Hotel. Er schien etwas nervös. Ist seit 2 Tagen hier, wartet auf einen Anruf. Meint, es wäre zu gefährlich, nach draußen zu gehen. Naja, mit Ihnen hinter der Rezeption würde ich draußen alle mal vorziehen. Okay, ich hab ne Idee. Wir haben jetzt die Telefonnummer von... So, wir gehen auf die Toilette. Von dort aus, wo können wir telefonieren. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge ist nämlich jetzt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es doch mal heißt Let's Play Retro Baphomets Fluch 2. Das dürfte dann am Samstag um 18 Uhr sein. Also macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.